Ein Dreieck AOB ist rechtwinklig in O. Die Länge seiner Hypotenuse beträgt 13 cm. Sein Flächeninhalt beträgt 30 Quadratzentimeter. Wie viel Zentimeter beträgt die Länge der größeren der beiden Seiten OA und OB? Hier ist die Situation: Die Länge dieser Seite OA nennen wir klein a und die Länge dieser Seite OB nennen wir klein b. Der Satz des Pythagoras ergibt in diesem rechtwinkligen Dreieck a² plus b² gleich 13 im Quadrat, das heißt 169. Den Flächeninhalt von dem Dreieck können wir berechnen durch Basis a mal Höhe b geteilt durch 2. Und dieser Flächeninhalt beträgt 30. Aus dieser Gleichheit schließen wir, dass a mal b 60 ergibt. Aus diesen zwei Gleichheiten ergibt sich, dass a plus b im Quadrat, das heißt a Quadrat plus b Quadrat plus 2ab gleich ist zu a Quadrat plus b Quadrat, das ist 169, und a mal b ist gleich 60. Also 169 plus 2 mal 60, das heißt 289. Und das ist genau das Quadrat von 17. Also schließen wir daraus, dass a plus b 17 sein muss, weil diese Summe ja positiv ist. Wir wissen aber auch, dass a mal b 60 ist. Wir suchen also zwei Zahlen, deren Summe 17 ist und deren Produkt 60 ist. Das können nur 12 und 5 sein. Wer diese Zahlen nicht schnell erraten kann, kann auch die entsprechende Gleichung zweiten Grades bilden. X hoch 2 minus 17 mal x plus 60 gleich 0. Die zwei Lösungen dieser Gleichung zweiten Grades sind 12 und 5. Die größere dieser beiden Zahlen ist die 12 und demzufolge ist die Endantwort auf die gestellte Frage 12.